Moin Leute, Serplin hier. Heute geht's mal, naja, um eine Sache, die mich zwar nicht überrascht, aber ich finde es aber trotzdem irgendwie witzig, dass mittlerweile wirklich Spieleentwickler so tief greifen. Und zwar, ja, das neue NBA-Game hat tatsächlich jetzt im Singleplayer eine Werbungsmission oder Konversationsscheiße. Du kannst wortwörtlich im Singleplayer auf Werbung für eine echte Firma stoßen. The fuck, ne? Ich werde jetzt mal kurz einen Clip einblenden, wenn ihr den nicht sehen wollt. Es gibt, ne, ist mir scheißegal, ne? Hier, Showtime. Hi. Hey, neighbor. Are you? Jake from State Farm. Oh, you hang out here, bro? Yeah, hey, right next to the course in your neighborhood. Hey, that's dope, fam. Hey, speaking of being a good neighbor, I'd like to welcome you to the city. Very excited to have the great MP as my newest neighbor. Hey, look, I appreciate that, man. I didn't realize you was a fan, homie. Oh, hey, we're all rooting for you, MP. It's good to know. Yeah. Hey, as a show of my support, I'd like to offer you my official look. Can't join Team State Farm without the drip, right? Hey, look, I guess not, bro. Hey, awesome. I'll be seeing you around, MP. Let me know if you need anything. And remember, like a good neighbor, State Farm is there. I was waiting for you to say it, man. Hey, look, I appreciate this. Jake from State Farm. Yeah, hey, listen, pleasure's all mine. Keep doing your thing. Ne, das ist doch großartiges fucking aber Game Design. Einfach Werbung reinklatschen und dann möglichst noch diese paar Cent von den fucking aber Werbeanbietern da rausquetscht. Ne? So, ich wusste, dass NBA greedy ist, wo sie tatsächlich jetzt in den Ladebildschirm Werbung zeigen. Ne? Das war mir schon irgendwie suspekt. Aber der verfickte Fakt, dass mittlerweile NBA und, ne, 2K als allgemeines so fucking greedy sind, dass sie fucking nochmal in den Singleplayer Werbung einbauen. Nicht nur jetzt irgendwie in Ladebildschirm bei NBA 2K, ne? Nicht nur in Ladebildschirm Werbung, Singleplayer Content hat Werbung in drin. So the fuck, was zum Fick rauchen die, um auf so eine Scheiße zu kommen? Jetzt unironisch, was zum Fick haben die Typen bei 2K geraucht, ne? So, dass man auf die Idee kommt, überhaupt fucking Singleplayer-Content zu nehmen und einfach Werbung reinzuquetschen, weil hey, Profit maximieren ist schon ziemlich Pogchamp, wie die Jugend sagen würde, ne? So, ich verstehe die Scheiße dahinter nicht. Bin ich der einzig geistig behinderte Spaß, der da nichts sieht, oder ist das normal? Ist das gut? Sollte das so sein? Habe ich was verpasst? Ist das mittlerweile eine schöne Sache? So, wollt ihr jetzt in eurem nächsten, keine Ahnung, COD eine verfickte Fanta-Werbung haben? Oder, keine Ahnung, ich finde es einfach nur irgendwie so. Ich habe nichts von 2K erwartet. So, ich erwarte nichts von denen. Und ich werde irgendwie trotzdem immer wieder enttäuscht, wie tief fucking Publisher sinken können. Ne? Naja. Ist nicht so, als könnte ich jetzt noch was ändern, aber ne. Denkt dran, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entmüllt diese verfickte Glocke und jetzt, keine Ahnung, haut rein, ihr fetten Hurensöhne. Peace.